Hallo, mein Name ist Jakob Semere und ich möchte euch heute gerne zeigen, wie schnell es geht, ein OpenSelenium-System zu installieren mit der Hilfe von Docker Compose. Dazu besucht auch unsere Webseite unter docs.openselenium.io, um die Dokumentation einzusehen. Unter dem Part Installation findet ihr auch dann den Docker Compose Part. Da klicke ich auch jetzt rein. Hier findet ihr alle Informationen rund um Docker Compose unter der Docker Compose Installation. Unter anderem findet ihr auch die Information, dass wir aktuell nur den Docker Compose für die Testphase empfehlen. Später wird das auch im produktiven Part supported. Was auch zunächst benötigt wird, ist mindestens 4 GB RAM auf eurem System, wo ihr das dann installieren wollt. Wir empfehlen sogar 8 GB. So, dann sind insgesamt 3 Schritte davon zu nöten. Zum einen brauchen wir ein Docker Environment, das heißt eine Umgebung, wo wir die Docker Engine und den Docker Compose installieren. Der zweite Schritt wäre, die Docker Compose zu installieren, beziehungsweise diese aus dem Repository zu laden. Das passiert in dem Fall über GitHub. Wir sind auch im Bitbucket gelistet, also könnt ihr euch da gerne selber entscheiden. Der dritte Punkt ist Docker Compose Up und das war's auch schon. Und wie schnell das gehen kann, das zeige ich jetzt. Dazu lasse ich einfach diese Seite nochmal offen, dass ihr alle Schritte mitverfolgen könnt. Zur Vorbereitung braucht ihr natürlich eine VM, ein System, wo ihr das alles installieren wollt. Ich habe mich dazu entschieden, einen OC-Test eben zu erstellen. Das habe ich mal jetzt über ein Azure deployed, das System, und ich habe es auch erreichbar für mich gemacht. Dafür kopiere ich einfach mal die IP-Adresse und melde mich mal über SSH an. Wie gesagt, zunächst einmal brauchen wir die Docker-Umgebung, um überhaupt diese Funktion auf meinem Server zu installieren. Dafür sage ich jetzt einfach nur apt-update, um erstmal alle Pakete zu holen auf mein Ubuntu-System. Das sollte auch gleich vorbei sein. Genau. Und dann mache ich durch das apt-docker apt-install docker und apt-install docker-compose eben den notwendigen Schritt, um die beiden Themen zu installieren. So, hier sagen wir auch nochmal ja. Genau, und das war schon der erste Schritt. Das heißt, wir haben unser Docker-Environment runtergeladen. Der zweite Schritt wäre jetzt eben, das aus dem Repository zu holen, aus dem Git-Repository. Und dazu wechsle ich jetzt einfach mal in das Opferverzeichnis. Aber es ist eigentlich völlig egal, auf welchem Verzeichnis ihr seid. Ich führe diesen Befehl hier aus. Dazu holt er mir eben dieses File, OpenSelenium Docker. Und da gehe ich eben rein. Ich zeige euch gerade noch in der Dokumentation, wie das genau funktioniert. Mit cd, change directory, wechseln wir hier da rein und kommen jetzt hier rein. Was hier drin ist, sind verschiedene Files und dieses File ist ganz besonders wichtig. Und was wir jetzt genau machen, ist, den letzten Befehl auszuführen und das wäre hier dieser. Und dieser Befehl lädt alle Abhängigkeiten automatisch runter und baut das OpenSelenium-System automatisch auf in den verschiedenen Containern. In diesem Schritt hat er jetzt alle notwendigen Pakete heruntergeladen und jetzt erstellt er die Container. Die Container sind alle erstellt und auch schon gestartet. Ihr könnt währenddessen mal mit dem Befehl docker-ps sehen, was für Container gerade aktuell laufen. Wie gesagt, alles ist gerade an der Stelle und versucht zu laufen.
Um zu wissen, wie weit der Prozess ist, könnt ihr gerne mal in die Logs schauen. Dafür gibt es einen relativ einfachen Befehl. Der nennt sich docker compose logs und dann mit -f beispielshalber könnt ihr die Log offen halten und seht genau, an welcher Stelle ihr gerade seid. Solange sich da noch was bewegt, wie jetzt das OC Backend und die MariaDB und so weiter, sollte man warten. Und damit ist das Frontend gestartet. Wir können jetzt OpenSelenium ganz einfach besuchen, indem wir die IP-Adresse nutzen und dann 4 mal die 8 wählen. Das dauert am Anfang immer ein bisschen länger, weil das eine JavaScript-Framework ist. Aber jetzt ist es ja da. Und dann geben wir die Standarddaten ein. Die stehen übrigens auch in der Dokumentation. Das wäre admin@openselenium.io. Und dann hier 1, 2, 3, 4. Und damit sind wir in das System gekommen. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie schnell das mit OpenSelenium geht. In den weiteren Tutorials zeigen wir euch, wie ihr OpenSelenium verwenden könnt. Bis bald mal wieder.